Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast Monster. Ich habe jetzt offline ein bisschen noch was gespielt. Nicht in der Welt, sondern in einer anderen Welt, die eigentlich eins zu eins kopiert worden ist von dieser. Und habe da einiges anders gemacht, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ein bisschen was geforscht, ein bisschen was getestet und. Und da ist mir aufgefallen, unsere Quarry arbeitet zu ineffizient. Also die arbeitet ein bisschen zu langsam. Und da habe ich eben halt rausgefunden, dass man das ganze Ding auch ein bisschen schneller betreiben kann. Genauso mit den jetzigen Konfigurationen, bla bla. Also auch mit den Energiezellen dort. Aber wie schon gesagt, weitaus schneller und... verdammt, effizienter als ich es jetzt hier mache. Deswegen werde ich mal hier den Strom kappen. Zack, die Leadstone Energy Cells mal wegnehmen. Ne, die wollte ich haben. Die vier Engines wieder hinstellen. Und zwar stelle ich sie diesmal hier hin. So. Fluiduct, hier haben wir die anderen. Dann war ich dann in der sogenannten, ich nenne es jetzt einfach mal Testwelt, auch noch im Nether drüben gewesen. Haben wir da ein bisschen was zusammengesucht, gemacht und gemehrt. Aber wie schon gesagt, erstmal ist das Energieproblem der Quarry dran. Weil, wie schon gesagt, man sieht ja, die ist schweinelangsam. Es geht mal gar nicht. Des Weiteren hab ich mir noch so andere Gegenden ein bisschen angeschaut. Habe ich mir auch hier die Energieversorgung von dem Ding noch ein bisschen angeguckt. Und wie schon gesagt, alles ineffizient und eigentlich komplett überholungsbedürftig. Mal gucken, ob ich hier noch... Redstone ist nicht mehr wirklich verfügbar. Aber da kann man uns ja auch andersweitig helfen. Ist bloß ungewohnt, die ganze Welt jetzt so zu sehen, weil in meinem anderen Speicherstand ist die Quarry jetzt da hinten, in dem Stückesee. Das hier vorne ist schon lange leer gesaugt, beziehungsweise leer gefarmt. Dann habe ich hier auch eine andere Waffe drin. Die Energieversorgung, wie schon gesagt, ist hier komplett anders. Und das will ich jetzt hier in dieser, in Anführungsstrichen, offiziellen Welt auch mal bewerkstelligen. Ich hoffe bloß, dass der Energievorrat jetzt noch reicht für das, was ich jetzt vorhab. Weil, du gehst jetzt baden, du nimmst das mit. Und, naja, mal schauen. Dürfte jetzt eigentlich relativ schnell vonstatten gehen, weil wie schon gesagt, Erfahrungen habe ich ja. In dieser, in Anführungsstrichen, Testwelt habe ich unten noch den Keller schon ausgehöhlt. Wird aber noch alles gemacht. Ah, verdammt, jetzt brauche ich eigentlich... Nö, geht Strom. Verdammt. So, mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Das kommt raus. Mal gucken, ob ich draußen... Ah ne, Ingwer brauche ich glaube dazu. Mal schnell schauen. Und zwar will ich jetzt die harten... Ja genau, Ingwer. Das Ding machte man aus... Blub. Du. Eisen und Ferries. Na, das dürfte ich eigentlich draußen noch irgendwo in den Kisten drin haben. Ich weiß schon im Voraus, ich krieg Diamanten. Deswegen nehme ich die jetzt mal rein. Mache mir daraus dann Pipes. Dann mache ich mir noch diese Void Pipes, damit ich endlich mal den ganzen anderen Schrott loskriege. So, du kommst noch raus. Mal gucken, ob ich irgendwo noch Eisen rumschwirren habe. Hier ist Yellow Knight, gut. Ich dachte, das wäre jetzt Gold. Aber nichtsdestotrotz muss ich meine Energie... Hm.
Problem gerade in meinem Leitsystem nochmal kurz anschließen, weil ich brauche jetzt definitiv Strom, um darauf jetzt wenigstens zugreifen zu können. Aber das dürfte ja nicht das Problem sein. Ja, jetzt. So. Na, komm doch eins, danke. So, jedenfalls habe ich mir gedacht, machst du das halt noch schnell in der Aufnahme, damit du dann hier in dieser Welt genauso weit bist wie jetzt in deiner Offline-Welt. Sage ich jetzt mal so. Leider Gottes ist die Vorbereitung für die ganze Chose ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Wir brauchen Dich brauchen wir und Eisen brauchen wir. Habe ich Eisenstaub da? Negativ nehme ich dich. 6, das sind 12, 13, das sind 26. So, dann raus, raus und du kommst rein. Geht da, nein, gut, Schwein gehabt. Geht da zum Glück relativ schnell. So, hier dürfte ich eigentlich. Nee, Ratsdon habe ich ja nicht drinnen. Wie schon gesagt, ist das Setup hier oben, wechsle ich auch noch. Da kommt der Pulverizer in der Mitte. Und die Farm kriegt natürlich auch noch ihren eigenen Zulauf der Energie. Wie schon gesagt, im Nether war ich in der Zeit auch schon. Leider Gottes eben halt bloß in der in Anführungsstrichen inoffiziellen Variante. Aber wie schon gesagt, das dürfte eigentlich relativ schnell jetzt gehen. Das einzige Problem ist bloß, dass ich mich null vorbereitet habe. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich so mache, dass ich eben halt einiges offline mache und einiges online, also on-screen, wie man das so wunderprächtig sagt. Oder ob ich alles offline mache, was ich jetzt zum Vorbereiten habe. Ja, ich bin ja doof. Oh, ich bin ja ein selten. Nee. Obwohl, ja, dich brauche ich als Eisen, als Barren. Da wird es noch so gemacht. Kriege ich 3. Das ist gut. Da habe ich 18. Jo, dürfte dicke reichen. Dürfte dicke reichen. So, ich habe jetzt von meinem Fischer auch noch ein bisschen was weggenommen. Weil das Redstone, was ich hier habe, reicht hinten und vorne nicht. Aber ich habe hier noch dieses Mimischein-Gedöns. Jetzt dürfte es reichen. Jedenfalls im Nether habe ich mir dann auch noch Nether-Ohr geholt. Ja, stimmt. Ja, so war's. Ach, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander. Dieses komische Mimi, hier Redstone-Ohr geholt. Kriegt man ein bisschen mehr Redstone raus, als ich gedacht hatte. So, und dann kommt. Nee, warte mal, stopp halt. Moment. Du kommst so hin. Du kommst, glaube ich, hier hin und Redstone kommt hier hin. Genau. Ist es das? Ist es. Perfekt. 24 habe ich jetzt davon. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo mein Hammer ist. Weil ich habe jetzt mein Mikrofon mal auf die Tastatur gelegt, gestellt. Und toll. Und ein bisschen kompliziert, da irgendwas zu sehen, aber das soll ja auch relativ sein. So, und wie man jetzt hier schon sieht, gibt es Energie satt, Energie pur. Energie ist weg. So, da ist nämlich der ganz große Witz dabei. Ich brauche oben die Windkrafträder nicht mehr anzuschließen. Weil durch die neuen Kabel, danke, ouch, kriege ich nämlich weitaus mehr Energie raus, als ich dachte. Dass ich oben die, das war wieder falsch, ich weiß, dass ich oben die Windgeneratoren gar nicht mehr brauche. Das werdet ihr auch gleich bei der Quarry sehen. Zuerst hatten wir so einen Energieausstoß gehabt von, lasst mich lügen, 50?
MJ. Was verlangt die? 50 MJ pro Tick oder so? Oder wie das da jetzt gerechnet wird? Das sage ich euch jetzt schon mal im Vorhinein, wie viel die gefordert hat, weil. Ja. Weil. Habe ich genug Holzkohle? Habe ich perfekt. Du störst gerade tierisch. Ja, noch einmal eins, noch einmal zwei, noch einmal drei und noch einmal vier. So, die müssen natürlich erstmal kurz aufgeladen werden, beziehungsweise hochfahren. Und jetzt sieht man hier oben schon, die verbraucht jetzt und zwar weitaus mehr Energie, wie 2000, 3300 oder so. Aber die arbeitet in dem Sinne auch weitaus schneller. Aber die kapp ich nämlich mal schnell. Weil ich habe nämlich jetzt noch was anderes vor. Und zwar das Problem ist, meine Kisten sind überfüllt mit irgendwelchen Mist. Deswegen wir es jetzt so machen, dass ich 1, 2 neue Pipes mache. Und zwar einmal diese hier, die, ja, ich glaube, ich habe es richtig geschrieben. Genau die. Ach, Redstone war es noch. Habe ich einstecken. Und einmal du und Redstone. Einmal diese White Pipe. Und da ich ja zu 100% weiß, dass ich jetzt in diesem Forum wieder, in dieser Form jetzt wieder Diamanten kriege, mache ich mir noch schnell Sorting Pipes. Dann gucke ich nochmal schnell nach, ob ich Gold übrig habe. Vierer reicht hinten und vorne. Nee, verdammte Axt. Weil meine Kassetten sind voll. Disketten, wie auch immer. Weil ich jetzt nämlich die zumindest eine Kiste nochmal upgrade zu einer Goldkiste. Und da jetzt eben halt gerade Gold Mangelware ist, mache ich das jetzt schnell so. Zack. Das eine ist dran. So, da wird hier eben halt ein bisschen was weggemacht. Dann kommt die Sorting Pipe hier hin. Zack. Dann kommt einmal du. Du, was halt können wir noch gebrauchen? Gravel, Erde und Cobblestone. Genauso wie der Mist und. Der Mist, Marble brauchen wir noch. Dann das, dann das, dann das. Ja, können wir mal sehen, wie viel Mist eigentlich noch mit rausgeschäffelt wird hier, ne? Das ist unglaublich. Ja, das dürfte jetzt eigentlich, glaube ich, alles sein. So. Machen wir eins hier dran. Und eine White Pipe hier oben hin. Jetzt wird das, upsala, jetzt wird das nämlich alles aussortiert. Zack, das kommt ins Rote, das kommt ins Rote. Das kommt ins Rote. Oh Gott, ich muss erstmal gucken, was ich schon alles habe und was noch nie. Limestone, dieser Mist, der Mist, der Mist. Ach, jetzt krampft mir noch mein Arm, deswegen Achtung, Maus wackeln. Dann Gravel. Und dann noch das, dann noch Dirt. Was warst du jetzt eigentlich? Legst du einen Yellowrite? Behalte ich mal, weil ich habe letztens ein schönes Video gesehen, wo einer so einen fiesten Reaktor gebaut hat. Und jetzt müsste es eigentlich alles aussortiert werden. Außer Cobblestone, das brauchen wir noch. Aber das habe ich anscheinend auch mit raussortiert. Naja, ist er. Na, komm, bist du da eigentlich noch genug. Da oben.